zur Sommerzeit. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Jetzt musst du oben. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Weihnachten und die Festtage stehen für die meisten von uns für Gemütlichkeit vorm Kamin, Schneegestöber im Freien und natürlich viel, viel Essen. Da denkt man traditionell an Fleischgerichte, Gänsebraten, Ente, dazu viel braune Soße und Knödel oder ähnliches. Dass das Ganze natürlich auch ganz anders geht, und zwar vegan, tiergerecht und dazu super lecker und gesund, zeigt mir heute die Hamburger Sängerin Leslie Clio. Hallo. Okay. Hallo Leslie. Danke, dass du mich in deiner heimischen Küche eingeladen hast. Und ich sehe jetzt hier schon lauter leckere, ja, gesunde Sachen. Mir fehlt zwar das Fleisch erstmal. Die Worte. Aber du ernährst dich immer so oder so gesund? Ich ernähre mich immer so gesund. Ich bin so ein gesunder Typ und fühle mich einfach schön. Ich bin es mir wert. Stop it. Wir machen heute, weil wir ja Weihnachten bald vor der Tür haben, einen Cashew-Nussbraten. Und dazu gibt es Rotkohl-Kasserole, was ein anderes Wort für Rotkohl ist. Das ist ein Kürbis. Und das sind Süßkartoffeln. Da machen wir Klöße draus. Normalerweise esse ich ja auch nur Apfel und Banane. Aber das ändern wir heute. Guten Appetit. Komm. Wir fangen an damit Sellerie und Porree in kleine Stückchen schneiden. Ich würde sagen, wenn der Benjamin gleich aus der Schule kommt, ist das Essen auf dem Tisch, was? Genau so fühlt sich das übrigens gerade an. Das sag ich gerade so mit deiner Schürze. Aber assoziierst du das immer mit den Eltern auf Weihnachten? Nee, das verbinde ich grundsätzlich nur mit mir. Weihnachten ist für mich Oma und Opa und Tannenbaum. Ganz klassisch. So, für unsere Süßkartoffel-Kürbis-Klöße haben wir jetzt mal den Kürbis geschnitten und tun ihn in den Backofen. Husch! So, jetzt kommen wir zum spannenden Moment, wo der Sellerie und der Porree in die Margarine hineingetan wird. Super. In unsere Schüssel tun wir jetzt einen Teelöffel Hefeflocken. Hefeflocken hat sehr viel Vitamin B, ist super für Haut, Haare, Nägel und ein idealer Begleiter fürs Stress- und Nervenkostüm. Wir haben hier in unserem ersten FC Union Becher Brühe. Die tun wir jetzt in die Hefeflocken dazu. Diese Flüssigkeit kommt jetzt in unsere Porree-Sellerie-Mischung. Wer essen will, der muss auch rühren. Wir haben jetzt unseren Rotkohl in den Weitermix getan. Der Weitermix ist das beste Haushaltsgerät der Welt. Und ich mache Werbung, ohne Geld dafür zu bekommen. Das macht nichts. Wir drücken jetzt einfach los. Rotkohlmixen, solche Geräusche. Da werde ich emotional. Super. Für unsere Süßkartoffel-Kürbisklöße brauchen wir natürlich Süßkartoffeln. Die haben wir jetzt hier schon mal vorbereitet, in Stücke geschnitten. Die kommen jetzt in den Topf. Wir haben jetzt unsere Cashewnüsse. Da kommt jetzt der Dill dazu. Das ist jetzt alles für unsere Füllung. Jetzt kommen unsere Kräuter dazu. Ein Esslöffel Sojamehl. Husch. Rührst du um. Super geil. Rühre. In unsere Cashew-Mischung kommt noch Weißbrot. Zack. Und hier haben wir unsere Füllung, unsere Schwarzbrot-Zwiebel-Salbei-Füllung. Das Salbei kommt gleich noch dazu. Wir haben hier ein bisschen Apfel gewürfelt. Den tun wir jetzt zu unserem Rotkohl dazu. Das ist einfach nochmal eine nette Geschmacksrichtung. Dazu tun wir ein bisschen Agavendicksaft, denn das ist ja nach wie vor gesünder als Zucker. Yummy! Das köchelt jetzt ein bisschen vor sich hin. Was machst du denn da, Schatz? Ich mache jetzt hier gerade die Kürbisse und die Süßkartoffeln stampfe ich schön. Es könnte noch ein bisschen cremiger Milch rein. Oder? Oh, da habe ich Sojamilch, Sojasahne. Sojasahne ist gut für die Füße, für die Unterschenkel und die Oberschenkel. Da tun wir jetzt ein bisschen was rein, nicht zu viel. Das ist doch viel geiler als so langweiliges Kartoffelpüree, was es sonst immer gibt. Wir beide sind echte Kürbisfans. Mein Schatz, wir kommen zum Festtagsbraten. Halleluja. Und sag, unsere Cashew-Kernmischung sieht super aus, riecht super und die wird erst, ja, das ist die Füllung, ne? Ja, das ist die Füllung und das ist unser Mantel quasi. Unser Bratenmantel. Das ist auch eigentlich schon ein bisschen wie Tapetenkleister. Haftet das dran. Guck mal.
passiert nicht mehr viel. Jetzt kommen wir mit unserer Schwarzbrot, Salbei, Zwiebel, Füllung dazu. Das ist jetzt der Fleischersatz. Rein optisch hat es ja wirklich ein bisschen was von Hack. Da hättest du mir nicht gesagt, ich hätte jetzt gedacht, das ist Fleisch. Aber es ist nur Brot. Es ist nur Brot. Stolz wieder TV-Werbung. Dann kommt das Baby mal in den Ofen. Für wie lange? Bis Weihnachten. Und jetzt hole ich uns Sitzkissen und wir setzen uns davor und schauen zu. Dann würde ich sagen, machen wir uns an die Klöße. Da haben wir einfach nur ein bisschen Kürbis, Süßkartoffel und ein bisschen Stärke, ein bisschen gewürzt. Und das war's. Salz und Sojamilch habe ich auch noch so ein bisschen dazu gegeben. Das stimmt, ja. So, jetzt haben wir natürlich mehrere Baustellen. Jetzt haben wir einerseits unser Festtagsbraten, der braucht eine Stunde. 30 bis 40 Minuten brauchen die Klöße jetzt noch. Die Soße, die lassen wir jetzt mal auf ganz niedriger Temperatur. Der Rotkohl müsste jetzt auch in 20 Minuten fertig sein. Also. Beim Weihnachtskochen, es geht alles ums Timing. Ums Timing. Schatz. Wie steht? Ich bin glücklich. Ich auch. Weihnachten. Ja. Guck mal, damit hat sie nämlich nicht gerechnet. Wir waren deine letzte weiße Weihnacht. Hattest du einmal da so ein Weihnachtswunder? Das ist schon ein bisschen her. Ich war ja tatsächlich sehr viel immer auf Inseln über Weihnachten. Aber jetzt bleibe ich immer hier. Ich zelebriere das immer sehr mit Geschenken einpacken. Weihnachtsradio an, Weihnachtssocken, Weihnachtspulli und dann Geschenke einpacken. Bisschen heulen vor Rührung und Weihnachtslieder singen. Das ist mein Weihnachten. Eigentlich ist das Weihnachten für mich die Vorbereitung. One, two, three. Jingle bells, rock. Jingle bells, rock. Ich kann's den Jingle bells. Okay. Aber ich muss hier noch kurz die Kerzen anmachen. Und der Braten müsste jetzt auch fertig sein. Ja. Den würde ich jetzt mal aus dem Ofen holen. Oh, der sieht fantastisch aus. Fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut wird. So. Achtung. Hackbraten. Fertig ist unser veganes Weihnachtsdinner. Sieht gut aus, also zumindest steckt viel Liebe drin. Jo. Wir haben jetzt echt ganz schön rumgerührt acht und Stunden, gekocht. Ne? 8 Stunden. Gefühlt 9, ja. 10. Ja. Aber mal gucken, ob es dann auch so gut schmeckt. Also kann man sagen, gelungen. Weihnachten, Cashew-Nusskernbraten. Wer kommt auf sowas? Aber es ist geil. Ich! Jingle bells. Rock. Jingle bells, rock. Musstest du damals auch immer singen? Ja, das muss, also müssen ist das ganz falsche Wort. Ich habe immer gesungen, aber es musste vor allem zugehört werden. Aber so kann man sich vorstellen, Familie saß im Wohnzimmer und Leslie kam rein und... Und dann, dann gab es ein Programm. Prost. Mhm. Wo wir jetzt die ganze Zeit schon so viel über Geschenke geredet haben, ich habe dir ja eine Kleinigkeit mitgebracht. Oh, natürlich. Nicht doch. Pack aus. Wirklich. Pack aus. Ist das was Materielles? Yes. Natürlich. Es ist echt. Es ist echt? Aber die Liebe schwingt mit in jedem Geschenk. Oh, es ist ein. Es ist ein Flaschenöffner. Fast. Aber ist das süß? Das ist sehr süß. Vielen Dank. Man wird auch so gleich ein bisschen trinken. Klar. Danke. Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Bewegung. Und ich habe mir überlegt, wir fahren ins Don Juan Asia Center und kaufen ein bisschen Weihnachtsgeschenke ein. Weihnachtsshopping im Asia Center. Im Asia Center, richtig. Center. Wir sind ja heim. So, willkommen in Asien, mein Schatz. Wie geht's Ihnen? Ein Euro-Artikel. Hier kaufe ich halt meine Geschenke für die ganze Familie. Doch, das ist für den Winter, weil man sich irgendwo anlehnen will. Aber meistens ist es im Winter ja kalt. Das verschenkst du dann? Das würde ich jetzt verschenken. Aber das jetzt würdest du auch gern haben, oder? Ja.
Ich habe Weihnachten immer eine Reisschüssel Fondue gegessen zwischen Bling Bling. Also es ist ja so meine Weihnachtskulisse der letzten Jahre gewesen. Insofern dachte ich, könnte ich das ja vielleicht aus nostalgischen Gründen noch mal kurz aufarbeiten. Ein Rentier. Boah, ist das hässlich. Hast du auch schon die Kohlstatue gesehen? Die wünsche ich mir nämlich eigentlich zu Weihnachten. Das ist total random. Das sind doch diese Furbies. Ja, richtig. Und das sind Koffer. A one, a two, a one, two, three. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und da es in Deutschland ja sonst immer nur gebrannte Mandeln gibt zu Weihnachten, ja, kaufen wir uns jetzt mal ein bisschen asiatisches Klebzeug. Da hätten wir zum Beispiel die asiatische Wundertüte. Ich würde gerne mal sowas ausprobieren. Das hat ja mal eine interessante Konsistenz. Klebreiskuchen mit Wurst. Das ist doch was, das ist die deutsch-asiatische Crossover-Technik. Hier haben wir grün Weihnachtsflabber. Dinosaurier-Fußkonzentrat. Hier, bitteschön. Oh, guck mal, ist auch gefüllt. Super, das ist Weihnachten mit Leslie Pio im Asia Center. Bitte, wow! Oh mein Gott.